Die Börse Stuttgart bietet auch in diesem Jahr wieder eine Seminarreihe für Privatanleger an. Und natürlich geht es auch diesmal wieder um Zertifikate, und zwar am 6. April um 18 Uhr. Mike Michal von der Börse Stuttgart ist der Referent, und dazu auch gleich passend eine Schlagzeile aus der Frankfurter Allgemeinen, gerade wenige Tage alt. Die Zertifikate sind wieder da, hieß es da. Warum sind Zertifikate in 2010 wieder so spannend geworden? Wir haben im Jahr 2009 doch eine schöne Rallye hingelegt, seit den Tiefständen im März 2009. Hier ist es so, dass das weitere Vorgehen im DAX und auch weltweit an den Märkten doch nicht so eindeutig ist. Und genau hier spielen verstärkt auch Zertifikate ihre Strategien dann aus. Das heißt, hier können wir mit unterschiedlichen Zertifikatearten auch auf einen Seitwärtstrend setzen. Wir können auf einen leicht steigenden Trend setzen. Wir können hier die Laufzeiten variieren. Und auch das Schöne ist, man kann das Investment über den Basiswert dementsprechend sehr schön variieren. Zertifikate, Hand aufs Herz, so viel Ehrlichkeit muss sein, Mike, sind lange Zeit wegen mangelnder Transparenz kritisiert worden. Die Banken haben reagiert, die Börse Stuttgart sowieso war immer vorneweg dabei. Was tut die Börse in dieser Hinsicht, um auch mehr Transparenz von Börsenseite zu gewährleisten? Also bei uns ist es als erster Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, ist das Thema, was für Informationen geben wir über unsere Homepage heraus. Da sind wir sehr, sehr transparent und vor allem sehr innovativ. Da bekommt der Anleger wirklich alles bis ins Detail. Also er sieht von der aktuellen Preisstellung bis über den tatsächlichen Umsatz, bis zu der Liquidität, die über den Markt zur Verfügung gestellt wird, alles. Sie sieht auch die Restlaufzeit, was für ein Basiswert es ist, welcher Emittent dieses Produkt herausgibt. Und man sieht auch ganz genau, wie groß die Differenz zwischen Ankauf und Verkauf ist. Also man hat auf einen Blick schon alles parat. Also viele Infos. In diesem Seminar haben wir schon eine ganze Menge verraten. Trotzdem die Abschlussfrage, worauf können sich die Anleger in ihrem Seminar noch freuen? Also bei dem Thema derivative Anlageprodukte schauen wir über unterschiedliche Strukturen uns diesen Markt ein bisschen näher an. Das heißt, wir fangen an von Discount-Zertifikaten, gehen dementsprechend zu den Aktienanleihen, gehen dann über die Bonuszertifikate bis zu Express-Strukturen, erklären hier, wie diese Strukturen funktionieren, auf was zu achten ist, ganz, ganz wichtig, und wie der Anleger dann auch das passende Produkt mit seinem persönlichen Strategieansatz miteinander verbinden kann. Okay, das Zertifikate-Seminar für Privatanleger in der Reihe der Seminare im Frühjahr dieses Jahres. 6. April, 18 Uhr mit Mike Michal. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.